Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch zusammen einen Nikolausstiefel häkeln und der sieht einmal so aus. Für diesen Nikolausstiefel habe ich eine Holzbodensäule benutzt, aber mit euch möchte ich gerne eine häkeln. Dekoriert habe ich mit zwei Schleifen und das ist ein perfektes Geschenk für die Kinder zum Nikolaus. Man kann auch die Süßigkeiten reintun, schön einpacken und verschenken. Naja, auch nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen. Da passt auch wunderbar eine Flasche Sekt oder auch eine Flasche Wein rein. Auch wieder schön verpacken und zum Weihnachten verschenken. Passt auch richtig super. Gut, was ich auch dafür benötigt habe, Textilgarn in der Farbe Rot. Ein wenig in der weißen Farbe. Und in der grünen Farbe. Aber ich möchte gerne ein Nikolausstiefel machen, dass ich hier unten eine grüne Säule habe, oben rot und hier wieder dekorieren mit grün und weiß und rot. So, was ich noch dafür genommen habe, ist die Häkelnadel Nummer 6, Nummer 4 später die Faden zu verstecken und eine Schere. Faden abzuschneiden und wir brauchen noch ein paar Marker oder Maschenmarkierer. Die habe ich jetzt momentan nicht rausgeholt, aber die brauchen wir noch. Dann wollen wir einmal loslegen. Wir machen jetzt 12 Luftmaschen. Die erste zähle ich immer mit. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ist ein Zopf entstanden. Wir drehen einmal um und sehen, auf der Rückseite sind diese Schlaufen. Und da fangen wir einmal an und häkeln 10 feste Maschen unter jede diese Schlaufe. Die erste überspringen wir und bei der zweiten fangen wir an. Eins, zwei. Ja, wenn ich jetzt weiter so häkel, lege ich immer wieder mit der Rückseite Faden auf den Finger und sobald ich den Faden gezogen habe, kommt die Vorderseite hier raus und sieht optisch besser aus als hier. Dann auch den Unterschied kann ich euch mal zeigen. Dass hier die Rückseite von der Faden ist. Immer drauf achten. Sieht ja auf jeden Fall besser aus als hier vorne dann geteilte Faden ist. 1, 2, 3, 4. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Die letzte 11. Masche werden wir jetzt 3 feste Maschen häkeln. 1,
3. Hier ist eine Öffnung entstanden. Wir ziehen ein Stück und schließen dabei diese Öffnung. Und häkeln die Reihe wieder zurück, legen Faden hier an der Seite und dieser Faden wird reingehäkelt. Und ich möchte, dass hier in der Mitte so ein Rand entsteht. Deswegen mache ich jetzt einmal hier den hinteren Wand zu häkeln. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Das habe ich ja gemeint, dass wir hier jetzt in der Mitte so ein Rand haben. Diese Faden packe ich jetzt einmal zur Seite, den werde ich auch später abschneiden. Neun. Und in die letzte Masche häkeln wir hier noch 2 Maschen. 1 und 2. Und jetzt können wir die Reihe mit nahtlosen Übergang beenden. Gehen hier rein, holen uns den Faden, ziehen auf die Rückseite. Nadel rausholen, gehen in diese Masche rein, holen uns den Faden, diese Schlaufe packen wir auf die Nadel drauf und beide häkeln wir durch. Und jetzt häkeln wir 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Dann in die letzten 2 Maschen, die hier sind, häkeln wir jeweils in eine Masche ein Stäbchen. Ein und noch ein. Wir sind zu unserer Rundung gekommen, da wo wir 3 feste Maschen gehäkelt haben. In die erste Masche häkeln wir 2 Stäbchen, in die mittlere häkeln wir 3 Stäbchen und in
Die andere häkeln wir wieder zwei Stäbchen. Also wir verdoppeln die nächste Masche mit zwei Stäbchen. Ein. Zwei. Dann die nächste Masche häkeln wir drei Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Die nächste Masche wird verdoppelt mit zwei Stäbchen. Eins. Zwei. Dann in die nächsten zwei Stäbchen jeweils ein, in die nächsten zwei Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und zwei. So sieht es einmal aus. Dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feste Maschen in jede Masche. Eins. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Bei der Rundung angekommen. Wir haben noch zwei feste Maschen, wo jeweils verdoppelt wird, und bei der letzten Masche häkeln wir nur eine, weil wir hier die Reihe verbunden haben und die erste Masche in dieser Reihe gemacht haben. Also verdoppeln, die nächste Masche auch verdoppeln, und hier häkeln wir noch eine, dass wir bei der dritten Masche auch Verdopplung haben. Und beenden mit nahtlosem Übergang. Okay. Bei der ersten Masche gehen wir hier rein, holen uns den Faden auf die Rückseite.
Und dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier und die fünfte. In die letzten diesen zwei Maschen häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Die nächsten zwei Stäbchen häkeln wir auch. Zwei Stäbchen, jeweils ein Stäbchen. Eins. Zwei. Wir sind jetzt an der Rundung angekommen, da wo wir zwei Stäbchen haben, drei Stäbchen und wieder zwei Stäbchen haben. In jede dieser Stäbchen häkeln wir Verdopplung. Also wir verdoppeln jede Stäbchen mit einem Stäbchen. Dann die nächste Stäbchen verdoppeln. Angekommen da, wo wir die Stäbchen verdreifacht haben. Und hier auch verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Also in jede Stäbchen zwei Stäbchen häkeln. Die nächste Stäbchen. Wir sind jetzt angekommen, da wo die Doppelstäbchen waren und dann die verdoppelte Stäbchen waren und hier häkeln wir wieder in jedes Stäbchen zwei Stäbchen rein. Dann, da wo die Einzelstäbchen waren, jeweils ein Stäbchen häkeln. Dann in diese zwei feste Maschen, jeweils in eine feste Masche ein Stäbchen häkeln.
Und dann häkeln wir 1, 2, 3, 4, 5 feste Maschen. Zwei, drei, vier, fünf. Dann in die nächste Masche häkeln wir zwei feste Maschen. In die nächste Masche eine feste Masche. Und dann wiederholen wir wieder. Verdoppeln und eine feste Masche. Und eine feste Masche. Und am Ende, wir haben hier die erste Masche schon gemacht und hier machen wir dann die Verdopplung. So, jetzt machen wir die letzte Reihe und das ist eine Kettmaschenreihe. Wir verbinden wieder die Reihe mit nahtlosen Übergang. Ziehen den Faden auf die Rückseite. Ich gehe jetzt hier zwischendurch, pack Schlaufe auf die Häkelnadel, hol mir den Faden und ziehe nach vorne. Und jetzt einmal mit Kettmaschen die Reihe beenden. Also wir gehen einmal überall mit Kettmaschen rumherum. So, ich habe jetzt da angekommen, wo wir angefangen haben. Wir können jetzt auch Faden abschneiden und die Reihe nahtlos verbinden, also Faden rausholen, unter diesen beiden Schlaufen gehen, Faden holen, ziehen und dann von der Rückseite Faden holen und auf die Rückseite ziehen und jetzt können wir hier den Faden verstecken, bisschen fester ziehen. Ich habe jetzt die Häkelnadel Nummer 4 und verstecke damit auch Faden. So, wenn es hier noch die Öffnung entstanden ist, einmal an den Faden ziehen. Jetzt kann man das auch. Upsla. So,
Jetzt können wir den Faden hier abschneiden. Hier auch einmal abschneiden. Die Säule sieht jetzt einmal so aus. Die ist noch ein bisschen so schief und krumm. Es macht nichts aus. Die werden wir auch gleich einmal mit dem Dampfbügeleisen bügeln. Also Handtuch oben drauf legen und mit Dampf bügeln von beiden Seiten, dass er auch glatte Form annimmt. Und für halbe Stunde, für eine Stunde austrocknen lassen. Und dann beginnen wir auch hochzuhäkeln. Moment. Ja, den Stiefel hochzuhäkeln. Aber erstmal machen wir noch die Säule zu Ende.